So Leute, wir fahren heute nach Slowenien. Das wird auch eine richtig geile Tour. Leute, wir fahren heute nach Slowenien. Das wird auch eine richtig geile Tour. Wir haben jetzt Micha und Bo dabei. Micha mit der Road King. Bo mit der Lowrider. Das macht schon Bock. Schaut euch diese ganzen Bekloppten hier an. Ist das nicht geil? So, jetzt kommen wir in Arnheiz rein. Jetzt haben wir einmal eine Runde um den See gedreht, denn ab heute oder ab gestern, weiß ich gar nicht genau, ist jetzt nur noch Einbahnstraße. Wir ballern jetzt nach Slowenien, da freue ich mich besonders drauf, da war ich noch nie tatsächlich. Ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen mitnehmen und ein paar Tipps geben, wo man da auf jeden Fall hinkommen kann. Wir haben den erfahrensten Mann vorne für Slowenien, Gipi, Alter. Das läuft. Boah, das Ding ist so laut, ey. Aber das sieht so geil aus, hört sich so geil an auch. Ja, bei uns, wenn du dann in NRW rumballerst auf dem Dorf, geht das. Aber sobald du halt, kennen die Hamburger ja auch, Richtung Düsseldorf fährst, dann war's das. So, jetzt wird einmal getankt hier und dann geht es gleich weiter. Dann geht es direkt nach Slowenien. Ist gar nicht so eine weite Strecke, also für jeden, der so als Kurzstrecke das Ganze sehen möchte, das geht auf jeden Fall optimal klar. Nicht, ob ihr das sehen könnt, aber schaut euch mal die Aussicht hier durch die Bäume an. Ich hoffe, euch kommt rüber. Absolut Hammer. Wir sind schon richtig hoch, habe ich gar nicht jetzt so mitbekommen irgendwie. Und ja, macht richtig Bock hier zu fahren. Jetzt haben wir natürlich leider gerade zwei Autos vor uns, aber na gut, so ist das halt eben. Ne? Kann man nichts machen. Ist ja trotzdem eine entspannte Tour. Aber ich hoffe mal gleich ganz oben können wir mal ein bisschen was sehen in die Ferne und dann könnt ihr echt staunen. Also absoluter Hammer. Schaut euch diese wunderschöne Landschaft an. Absolut unglaublich. Ey, das ist so schön hier. Ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sucht euch, das habe ich schon tausendmal, glaube ich, gesagt, eine ordentliche Truppe, wo alle so einigermaßen irgendwie klarkommen. Und dann fahrt ganz entspannt nach Österreich zur European Bike Week und gönnt euch ein paar richtig schöne Touren. Hier die Malta-Alm-Höhe, da haben wir auch noch, gibt es auch noch ein Video. Dann jetzt hier die Tour nach Slowenien,